Hallihallo ihr Lieben. Wie der Titel des Videos schon verrät, möchte ich jetzt mit euch über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Suizid. Darf man sich eigentlich selber das Leben nehmen? Haben wir das Recht zu entscheiden, ob und wann wir aus diesem Leben gehen wollen? Oder ist das ethisch und moralisch verwerflich? Und darüber würde ich gern ein paar Worte verlieren, weil, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, wisst ihr, an was für einem Ort ich hier gerade bin und dass natürlich das Thema Suizid ja auch ein großes Thema ist. Wohlgemerkt wirst du bei deinem Vorgespräch für die Aufnahme sehr genau gefragt, ob du solche Gedanken hast, ob du Absichten hast, ob du konkrete Pläne hast, dir das Leben zu nehmen. Und je konkreter das Ganze wird, desto geringer die Chance, hier aufgenommen zu werden. Ja, weil in Deutschland ist es einfach so, wenn, und auch in anderen Ländern, wenn eine akute Eigen- und Fremdgefährdung vorliegt, du einfach in eine psychiatrische, geschlossene Einrichtung kommen musst. Ja, wenn einfach dieser Verdacht vorliegt. Was mir neu war, ist, dass es schon eine deutliche Unterscheidung gibt von ich habe so einen Gedanken daran, mir mal was Leben nehmen zu wollen oder vielleicht sogar mal einen Ansatz gehabt zu ich habe ganz konkrete Pläne und möchte das jetzt umsetzen. Ja, das heißt, hier sind einige Menschen, die damit ein Thema haben und to be honest, auch für mich war das ein Thema in den letzten Monaten. Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen oh, ich habe keinen Bock mehr und ist alles so sinnlos oder von du wachst eigentlich jeden Morgen auf und denkst so, this is the only way. Also das ist eigentlich mein einziger Ausweg, weil es ja wirklich Situationen und Momente im Leben gibt, wo du einfach wirklich, wirklich der festen Überzeugung bist, dass das der einzige Ausweg ist, dass dein inneres Leiden so schlimm ist, dass die Stimmen so laut sind, dass es einfach keinen anderen Ausweg mehr zu geben scheint. Ja, und ich möchte ganz, 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 ganz explizit scheint sagen, weil ich war an diesen Orten, wo ich dachte, dafür gibt es gerade keinen Ausweg mehr. Also egal wie hell die Sonne da draußen scheint oder wie schön die Stimmung ist oder wie viel Geld auf meinem Konto ist oder das wird nicht mehr besser. Ja. Und es wird besser. Und es wurde besser. Und es ist besser. Ja. Ja, und hier in der Klinik sind auch Menschen, die ähnliche Gedanken haben. Ja, wenn die sehr, 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 sehr stark werden, dann dürfen die sich jeden Tag am Schwesternzimmer melden und sagen, hallo, hallo, ich lebe noch. Ja, sozusagen als Absicherung. Und wenn es nicht mehr gewährleistet werden kann, das ist ja auch ein Verantwortungsthema. Ne? Wie sehr kann ich die Verantwortung als Leitung, als leitender Arzt übernehmen? Und wenn die Verantwortung nicht mehr übernommen werden kann, dann geht es in eine andere Einrichtung, die ja schon sehr speziell sind. Also ich habe die mal auch von innen gesehen, allerdings nicht als Klient, sondern als Sozialarbeiter. Und so eine geschlossene Einrichtung ist schon sportlich. Ja, ist schon sehr sportlich. Ja, und ich würde gerne einfach mal kurz noch auf die Ethikfrage eingehen, auf die Moralfrage, auf die Philosophiefrage. Haben wir Menschen das Recht, uns selbst das Leben zu nehmen? Und ich habe da eine sehr klare Haltung zu, weil ja, das haben wir. Wir haben das Recht, wir haben einen freien Willen. Es ist per se erstmal unser Körper, mit dem wir machen können, was wir wollen, in meiner Welt. Ja? Und natürlich schließen sich da viele, viele Folgefragen an. Also die Frage, macht das Sinn? Ja, ist das sinnvoll? Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr abhängig davon, wer ich bin, was gerade bei mir los ist, was mein Leiden ist. Also, und man muss einfach sagen, Suizid ist, glaube ich, die zweit- oder dritthäufigste
Todesursache in Deutschland bei und vor allem bei Depressionen. Ja, also das ist einfach einer der Hauptsymptome auch. Ja, regelmäßiges Nachdenken über Suizid, ausgeprägte Suizidgedanken und eine der allerhäufigsten Todesursachen. Ich glaube, vor Verkehrsunfällen kommen Suizide. Ja, und ich meine, wir haben das hier in Deutschland. Ja, Robert Enke ist ein großes Beispiel in Deutschland erlebt. Und jeder oder viele Menschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele Menschen mit dem Thema Suizid schon in Kontakt gekommen sind. Ja, ich habe vor kurzem von einem guten Bekannten gehört, der Vater, ja, war schon Rentner, hatte keine Kraft mehr, die Mama zu pflegen, hat sich mit dem Jagdgewehr erschossen. Ja, eine Frau dement und durfte dann mit ihren 89 Jahren ins Heim und ihr musste jemand erklären, warum sie nicht mehr zu Hause sein kann. Ja. Oder wenn du schwer an Krebs erkrankt bist, ja. Dann ist ja auch die ganze Diskussion im Endeffekt um das Thema Sterbehilfe. Ja, dürfen wir aktiv Sterbehilfe leisten? Ja, meines Wissens in Deutschland noch nicht erlaubt. Und ich finde es tricky. Also, das ist natürlich auch eine religiös-philosophisch-spirituelle Fragestellung. Ja, also, wie glaube ich, wie dieses Körper, Geist und in meiner Welt Seele-System aufgebaut ist. Und für mich, also mein Bild ist immer, dass das unser Fahrzeug ist, unser Körper ist unser Vehikel, unser Raumanzug. Und wenn wir den zerstören, unsere Seele natürlich weiterlebt. Also wir in meiner Welt unsterbliche Wesen sind. Und aber die Seele natürlich mit den Themen konfrontiert ist, die es auch jetzt in diesem Leben hat. Also meine ganz klare Vorstellung ist, selbst wenn du das Auto Schrott fährst, der Fahrer, die Seele, nimmt seine Themen mit in die nächsten Räume. Ja? Der Wunsch und die Hoffnung natürlich von vielen Menschen, die Suizid begehen, ist, dann ist es endlich vorbei, das Leiden. Ich glaube persönlich nicht daran, dass es dann vorbei ist. Und sehr, sehr, sehr viele Nahtoderfahrungen, Beschreibungen aus dem tibetanischen Totenbuch, Menschen, die einfach zurückgekommen sind, ja, Einblicke, die man durch verschiedene bewusstseinsverändernde Substanzen bekommt, wenn man in diese Bereiche des Todes eindringt oder vorstößt, zeigen einfach, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch ist, dass danach nicht alles vorbei ist. So. Und es gibt Ideen oder Theorien dazu, dass wenn ich mir hier selber das Leben nehme und dann wiedergeboren werde, es gibt ja so ein Buch, Mises Karma, dann als Ameise wiedergeboren werde oder noch schlechtere Voraussetzungen habe als diesen. Das war häufig mein Gedanke. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe gedacht, okay, wenn es dann noch beschissener wird, warum sollte ich das dann machen? Aber ob es nun beschissener wird oder nicht, ob ich in einer Zwischenwelt, in einem Bardo hängen bleibe oder vielleicht auch direkt ins Licht gehe, I don't know. Ich habe mich in der Tiefe dafür entschieden, dass nicht ich bestimme, wann mein Leben zu Ende ist. Ja, ich glaube, ich mal in einem anderen Podcast davon erzählt, ja, Momo, ja, wir waren ja mal, Momo war mal schwanger, ja, und dann Helena, liebe Grüße an der Stelle. Und es war klar irgendwie, dass Helly nicht gesund sein wird, ja, dass sie einfach ihre Gene nicht so sind, wie sie sein sollten. Und wir sozusagen in der 15., 16. Woche von den Ärzten gesagt bekommen haben, dass wir entscheiden dürfen, ob das Kind lebt oder stirbt, ja, ob wir jetzt eine Abtreibung vornehmen oder nicht. Und mit dem kleinen Zusatz, wenn das Kind, und es gibt eine 10%ige Überlebenschance, wenn das Kind auf die Welt kommen sollte, ist das Kind schwer behindert. Ja, also deswegen, man hat in Deutschland, wenn ein gewisser Behinderungsgrad vorliegt, das Recht, bis zu einer bestimmten Woche abzutreiben, ja. Und das war eine krasse Nummer, ja. Also zu sagen, Gott, Universum, Leben, wir bitten dich um ein Kind und du gibst uns ein Kind und das Kind ist jetzt so, wie das Kind halt ist. Wer sind wir, dass wir sagen dürfen, was ist lebenswert und was ist nicht lebenswert? Und Momo und ich, wir haben uns dafür entschieden, dass nicht wir das entscheiden, ja, dass das Leben das entscheidet, ob das Kind leben oder sterben wird. Und es war so, es ist dann im Bauch gestorben und Momo durfte es noch zur Welt bringen. Oh, krasser Moment. Ja, der erste tote Körper in meinem Leben, den ich gesehen habe, war
eigenes Kind. Das, ja, würde ich sagen, ist auch ein nicht so kleiner Prozentsatz, warum ich gerade hier sitze, wo ich gerade sitze. Ja. Und warum ich das sage, also in meiner Welt bestimmen nicht wir, wann dieses Leben zu Ende ist. Ich möchte das nicht selber bestimmen. Ja, ich kann die tiefe Verzweiflung verstehen, die Menschen haben. Ja, ich war an den Punkten sehr, weiß nicht sehr oft, aber ich war schon ein paar Mal an den Punkten und auch echt grenzwertig. Ja, also es auch gibt Gründe, warum solche Auszeiten hier Sinn machen. Ja, aber in der Tiefe weiß ich, dass das Prinzip des Lebens ist, dass es leben will. Ja, also dass es eine Ausdehnung gibt, ja, und dass der Sterbeprozess nur ein Transformationsprozess, ein Tunnel, whatever ist, in eine andere Seinsebene, wo eben nicht alle Probleme dann einfach gelöst sind. So meine Auffassung. Aber ich war noch nicht in den Bereichen, dass ich sagen kann, da ist alles besser oder da ist es nicht besser. Ja, das waren nur so ein paar Gedanken zu dem Thema, weil, wie gesagt, ich ja auch an einem Ort bin, wo sehr, 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 sehr viele Menschen damit in ihrem eigenen Leben konfrontiert sind oder hier sind, weil sie es bei jemand anderem erlebt haben. Und wie gesagt, ich habe das Beispiel von Robert Enke vorhin genannt. Ist ja ein relativ bekannter Fußballtorhüter gewesen, der scheinbar alles in seinem Leben hatte, aber in seinem Geist, in seinem Kopf so, so, so unglücklich war, dass er einfach vor den Zug geschmissen hat. Ja. Und ich habe auch eine ferne Bekannte, die das auch gemacht hat, wo es aber schief gegangen ist. Ja, das heißt, sie ist dann im Krankenhaus ohne Beine aufgewacht. Ja, und das ist natürlich auch ein krasses Erleben. Ja, also was machst du, wenn es schief geht? Ja, wenn du dann vielleicht behindert bist oder mit anderen vielleicht noch beschisseneren Voraussetzungen als vorher zu tun hast. Und soweit ich weiß, lebt sie heute ein glückliches Leben. Bist dankbar, dass es nicht geklappt hat. Und unter neuen Voraussetzungen. Ja. Ja, ein ernstes Thema, wichtiges Thema. Ich habe, als das bei mir sozusagen irgendwie immer mal wieder im Raum stand, auch viel gegoogelt oder geYouTubed, also bei YouTube gesucht. Was sagen denn so Menschen dazu, ja, die das vorhatten? Was sagen Menschen, die es überlebt haben? Was sagen spirituelle Traditionen dazu? Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Auseinandersetzung mit seiner eigenen Sterblichkeit, mit seiner eigenen Existenz. Und viele, viele auch hier, mit denen ich spreche, die kommen am Ende des Tages immer zu der sehr wahren Aussage, ich war zu feige, ich hatte Schiss davor. Ja, das ist schon ein sehr, 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 sehr realer Moment, wenn du dir irgendeinen Tablettencocktail mixt, wenn du ein Messer in der Hand hast, wenn du auf der Autobahnbrücke stehst. Ja, ich habe einen guten Bekannten, der ist fest entschlossen zur Autobahnbrücke gelaufen, ja, und läuft so auf die Brücke und also, er hat mir die Geschichte erzählt, glaub sie oder nicht. Und es kommen ihm zwei Menschen entgegen. Ja, die gehen an ihm vorbei, gucken ihn an und sagen nur, tu es nicht. Und gehen weiter und er dreht sich um und die sind weg. Und er stand noch nicht so sprungbereit. Er ist an denen vorbeigelaufen. Also, da sind mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir sie uns ausmalen können, auch an diesen Punkten. Ja. Genau, danke fürs Lauschen. Ja, wenn das bei dir ein Thema ist, oder du dich dazu austauschen willst, kannst du sehr, sehr, sehr gern den Kommentarbereich auch dazu nutzen. Ja, ich lese die Kommentare alle. Wie gesagt, wenn es sehr, sehr dunkel ist oder Support braucht, kannst du dich auch mit einer E-Mail gern an mich wenden oder eben die Telefonseelsorge anrufen. Ja, das wurde mir auch empfohlen. Und ich habe da mehrfach angerufen, schon in meinem Leben. Und es war immer die Aussage, diese Leitung ist besetzt. Ungünstiger Moment für besetzt auf jeden Fall. Ungünstiger Moment für besetzt, ja. Also,
Ich habe damals dann einfach Freunde um Hilfe gerufen, ja, und habe gesagt, es wäre ganz gut, wenn mal gerade jemand vorbeikommen könnte, wenn wir mal ganz kurz reden könnten. Also so dieser Moment, einfach nochmal kurz zum Hörer zu greifen und anzurufen und zu sagen, hey, könnte mal kurz jemand vorbeikommen. Und ich sage dir, das ist ein sehr krasser Moment auf jeden Fall, ja, wenn dir, also weil es gibt ja, also bei mir war es zumindest ein Teil, da wird so ein Teil in dem Moment kurz wach, wenn du dann wieder am Küchentisch sitzt und deine Freunde vor dir sitzen und dich angucken und sagen, was war denn da los? Was ist denn da? Und vor allen Dingen, wenn diese Menschen, denen du das gesagt hast, dann die Verantwortung tragen, eben laut Gesetz und innerer Verantwortung zu sagen, also wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir dich jetzt in eine geschlossene Einrichtung bringen. Ja, das ist eine Frage, die kann nur jeder mit sich sehr, sehr, sehr individuell ausmachen, wenn du jetzt ein Angehöriger bist oder auch wenn du es bist, dem es passiert ist, inwiefern du bereit bist, Hilfe anzunehmen, inwiefern du bereit bist, dich an die Hand nehmen zu lassen, dich in Sicherheit bringen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob Akutpsychiatrien wirklich, wirklich ein sicherer Ort sind. Ja, zumal du dort einfach sagen musst, nö, nö, alles gut, und dann lassen die dich wieder gehen. Deswegen, ja, such dir Support, dringende Empfehlung, weil, also wirklich, ich kenne den Gedanken, immer zuhören, wenn du gerade in so einer Position, einer Situation bist, ich kenne den Gedanken, dass du denkst, es wird nie wieder besser, nie wieder, es wird eher immer schlimmer, ja, and I promise, so wahr ich hier sitze, es wird besser werden. Es wird Momente geben, wo du das Licht wieder sehen kannst. Auch wenn du dir das jetzt bei Gott nicht vorstellen kannst, dass das möglich ist, möchte ich dir hier an dieser Stelle von Herzen sagen, wenn du das Video siehst und vielleicht schon irgendwelche Gedanken hast, irgendwelche Vorbereitungen getroffen hast, denk noch ein zweites Mal drüber nach, ruf noch mal jemanden an und wenn du ein bisschen Vertrauen in mich hast, glaub mir, es wird besser. Ja, wirklich, I promise. Das Leben ist nicht Stillstand, es ist Bewegung und es wird bessere Momente geben. Und an denen kannst du aufbauen. Ich würde vielleicht auch nicht mehr hier sitzen an einer gewissen Stelle. Ja, könntest du sagen, ja, was hast du für ein Problem? Erzähl mir doch erstmal dein Problem. Du meinst es ja viel schlimmer. Ja, auch diese Diskussion gibt es hier. Wer hat eigentlich das Recht, aufgrund der Schwere seines Problems, sich wirklich, wirklich das Leben zu nehmen? Kann man nicht wirklich vergleichen. Ja, weil das Leiden, was hier oben stattfindet, ist sehr individuell. Ja, wenn du deutscher Nationaltorhüter bist, Millionen auf deinem Konto hast, ein frühgeborenes, neugeborenes Kind hast, eine Frau hast, alles stimmt, dann können wir auch sagen, was hast du für ein Problem, Alter? Ja, aber so kannst du die Nummer nicht rechnen. Aber ich kann dir sagen, es gibt Möglichkeiten, Orte, Situationen, in denen es besser werden kann. Und am Ende des Tages bist du frei zu tun und zu lassen, was du möchtest. Und meine dringende Empfehlung, noch einmal drüber nachzudenken. Danke fürs Lauschen. Ciao.